Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Nach dem gestrigen Tag haben wir endlich einen neuen Bürgermeister hier in unserem Dorf. Ja, Theo, was sagst du? Bist du zufrieden mit der Wahl? War ja doch noch relativ stürmisch gestern. Ja, stürmisch war sie, das stimmt. Und ich bin sogar sehr zufrieden damit. Besser als wenn er Wilke gewesen wäre. Ja, also mit dem Wilke hätte ich... Ah, moin! Ja, hallo! Von der Seite hier, hab dich gar nicht gehört. Ja. Wir reden gerade noch kurz über gestern. Das war ja ziemlich wild da, ne? Aber sagen, am Ende waren sie irgendwie alle zufrieden. Ja, lieber Tamina als Wilke, bin ich ehrlich. Gut, das, bei dir kann ich mir das vorstellen. Gut, gut, dass du vorbeigekommen bist. Vorab schon mal vielen Dank, denn wir haben unsere letzte Frucht jetzt sozusagen noch, oder unser letztes Getreide. Wir haben nämlich noch Hafer auf dem Feld und den wollte ich jetzt hier am Abend noch schnell runterhauen. Ist auch nicht mehr so viel, also das Feld ist ja so groß nicht. Können wir auch, glaube ich, mit dem Drescher schaffen. Ich würde vorschlagen, Theo, du im Drescher, Martin, du in dem Fendt und ich im John Deere und ich fahre dann das Stroh ab. Und ich glaube, das Lohnunternehmen wollte auch noch kommen. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt alles wird. Alles klar, machen wir so. Supi. Gibt's noch Fragen? Ansonsten würde ich sagen, ran an die Arbeit. Auf geht's. Machen wir's so. Viel Spaß. Wenn irgendwas ist, könnt ihr Funk nutzen, ne? Jo. Da vorne ist die Karawane schon. Mal gucken, ob wir hier aneinander vorbei... Ah, da sieht man auch, warum man ein Lohnunternehmen engagiert hat. Geben wir mal ein bisschen Gas, dass ich noch an denen vorbeikomme. Ja, wenn die hier alles belegen... Und hier die Bienen. Ach, das ist idyllisch. Ah, ich glaube, die kommen jetzt hier gleich schon rein. Bleib mal lieber hier stehen. Ich passe die mal ab. Besser ist es. Ich glaube, das wird sonst zu eng. Moin! Moin, Ansgar! Mensch, ihr habt ja hier alles aufgefahren. Ja, guck mal auf den Wecker, ey. Du wolltest doch hier noch Spätschicht haben. Ja, ja, gut. Das Zeug muss halt jetzt auch erledigt werden, ne? Deswegen. Ja, kriegen wir wohl hin. Machen wir mal eben, was gemacht werden muss. Ja, wir haben hier vorne die 11 und die 9. Da müssen wir einmal kalken, wie ich am Telefon schon gesagt hatte. Im Prinzip bleibt es dabei. Mit dem Grubber drüber und ja, für die Saat halt vorbereiten, ne? Sodass wir dann morgen weitermachen können. Oder also in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Ja, ja, das kriegen wir hin. Warte mal eben. Moin zusammen. Also, hallo. Basti, du kannst sofort auf dem Schlepper bleiben. Hau sofort Kalk hier, sofort aufs Haus hier. Und hier links gleich mal. Ja, Eda, du fährst hinterm Haus dann gleich sofort. Ja, ich reine ich so. Ja, komm, du bist selber schuld gestern, ey. Ja, ich, ja, ja. Also, ich fahr mal eben auf der Seite, dann können die anfangen, die Jungs, warte. Ja. Gucken wir mal, warte. Da ist aber auch nicht noch einer. Frohes Schaffen, ne? Wir sind noch gut beschäftigt mit dem Verdauen des gestrigen Tages. Ansgar, setz mal in den Trecker 3 Meter. Ja, ja, ich hab mich gerade gefragt, wo er wieder hin. Moment! So. Gut. Ach ja. Was das Gute ist, als Chef, ne? Ich hab Feierabend. Und trotzdem beaufsichtigt das Ganze. Ja, ich hab gerade auch ein bisschen Zeit. Paul, du kannst sofort hinterherfahren hier. Hier vorne? Okay. Ja, ja. Gib vorher, Junge. Ich habe gerade auch ein bisschen Zeit, weil ich hier halt mit dem Ladewagen unterwegs bin und die haben gerade erst angefangen. Aber dann sind wir heute fast fertig. Also wir haben dann nur noch Mais, den müssen wir in ein paar Wochen dann runterkloppen, ne? Aber dann sind wir fast fertig. Aber dann beginnt jetzt auch so ein bisschen die Arbeit fürs nächste Jahr, beziehungsweise für die letzten Monate hier, ne? Müssen wir nochmal gucken, wie wir das alles regeln. Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie erwartet. Also. Ja, siehst du. Läuft doch. Ja. Wie läuft denn mit der BGA? Ja. Ich habe die erste Lieferung, das hast du gar nicht mitbekommen, ne? Ich habe, da wollte ich noch nachfragen. Bei mir waren auf einmal am Morgen irgendwie 10 LKW da vor der BGA. Da war ich etwas irritiert, aber das war das, was du geordert hattest, ne? Du wolltest doch was haben, oder? Ja, ja, ich war nur nicht drauf vorbereitet, weil du dich nicht mehr gemeldet hast darauf. Aber ja, große Überraschung. Kurztrip gemacht, du. Ja, ja, nee, aber grundsätzlich, ja, läuft das jetzt soweit, reicht aber natürlich auch nicht lang, ne? Also das macht mir immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen.
Weil die schluckt. Und zwar ordentlich, die BGA. Ja, du, wir haben auch noch eine Fläche bei uns, die könntest du auch noch aufkaufen. Wie gesagt, wenn der reif ist. Was habt ihr denn? Wie viel Hektar? Ja, Mais. Ich weiß gar nicht, 8 Hektar oder 9 Hektar haben wir noch. Ah, okay. Ja, im Prinzip, also wenn der Preis so einigermaßen stimmt, nehme ich, was ich bekommen kann, ne? Damit die halt rennen kann dann im ganzen Jahr. Ja, Chris. Gehen wir wohl hin, alles klar. Gut, ich würde mich jetzt auch mal auf den Weg machen, ne? Und ja, dann machen wir das Ding dann noch fertig. Wir sehen uns spätestens zur Maisernte wieder, aber ich denke, du wirst dich sowieso wegen der Rechnung dann noch melden. Ja, ich wollte gerade sagen, Rechnung kommt erstmal. Ja. Gut, aber das ist ja hier. Klar. Mensch, eine Action auf dem Hof. So, bis dann, ne? Ja, läuft doch. Ja, tu nicht mehr so viel, ne? Jo, bis dann. Tu nicht mehr so viel. Tschüssi. Okay, die erste Strohladung ist weggebracht und ich glaube, da vorne sammelt sich schon das nächste Stroh. Aber, wenn ich es richtig gesehen habe, ist da hinten der Eder auch schon fertig. Kurz, moin. Hat soweit alles geklappt? Moin. Ja. Ist alles fertig. Oh, Sie sind aber schon noch ziemlich fertig, ne? Ja, war gestern noch sehr lange. Ja, also lange. Spätestens als hier irgendwie Autos durch die Straße getourt sind, da hatte ich auch Fragen, ne? Aber ich habe das einfach mal so gewähren lassen. Ja, ich hatte auch Fragen, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich glaube, ich war bei Ihren Hof irgendwie noch kurz. Ja, so ganz habe ich es auch nicht mehr in Erinnerung, aber wir vergessen es einfach mal. Ich wollte nur gerade mal kurz fragen, ich würde später noch mal kurz einen Kaffee trinken hier im Dorf an der Kirche, ne? Sehen wir uns dann noch oder... Nee, ich brauche jetzt mal Schlaf. Also, ach so, okay. Kaffee wäre jetzt wahrscheinlich das Schlechteste in meinem Zustand. Okay, nee, dann wünsche ich Ihnen eine geruhsame Nacht. Ich danke für den Einsatz, ne? Und hier, bis dann, ne? Ciao. Oh ja, der ist fertig mit der Welt. Ja, machen wir mal weiter. Da hinten Martin und Theo noch auf dem Feld. Die arbeiten richtig. Ich quatsche hier nur den ganzen Tag. Now rats can shine. Joker's got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walking ahead. Now every new day's a new fire. I'm to my teeth, call me a liar. Building as you rip, someone show me someone living a desire. So, ich glaube, die anderen sind jetzt auch fertig, schon mit dem Feld. Da sind wir gut durchgekommen. Martin, ihr seid fertig? Wir sind durch. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich will euch jetzt auch gar nicht vom wohlverdienten Feierabend abhalten, vor allen Dingen den Theo nicht. Er lädt, glaube ich, gerade nochmal schnell ab. Ja, ein Streifen war dann noch. Ja, und dann würde ich vorschlagen, fahrt ihr zurück zu... Theo, hörst du uns? Ja, fahr du mal, wir machen es so. Ihr fahrt schon mal die Fahrzeuge und Maschinen zurück zum Hof. Wenn ihr noch Zeit habt, gerne auch schon sauber machen, dass das zumindest nicht ganz dreckig darum steht. Den Drescher brauchen wir für diese Saison auch, glaube ich, gar nicht mehr, oder Theo? Nö, eigentlich. Doch, die 14 mit Hafer müssen wir noch abernten. Ah, okay. Dann haben wir doch noch ein Haferfeld. Ja, wir haben noch. Genau, dann machen wir es so. Dann machen wir nochmal das Haferfeld. Aber Martin, dir danke ich auf jeden Fall schon mal für den Einsatz. Und für heute war es das auf jeden Fall. Ich werde nachher nochmal kurz ins Dorf fahren. Wer von euch mitkommen will, kann gern mitkommen. Ansonsten mache ich jetzt hier noch die Bahn fertig. Und dann sehen wir uns eventuell bei einem Kaffee oder ihr seht euch im wohlverdienten Feierabend. Alles klar, machen wir so. Machen wir. Supi, danke euch. Okay. Bis dann. Ne? Tschüss.
Also sind wir doch echt gut durchgekommen. Mensch, also am Abend hier nochmal so eine Action und das nach dem großen Abend der Bürgermeisterwahl. Nicht das Schlechteste. Hätte ich nicht mit gerechnet, nachdem da alle gestern so feierwütig waren, inklusive des örtlichen Maschinenhändlers. So, aber es gab ja auch Grund zum Feiern. Nur für einen halt nicht. So, haben wir uns den Kaffee aber, glaube ich, auch echt noch am Abend verdient hier, ne? Ich glaube auch, da vorne sind einige. Aber wir brauchen eigentlich im Dorf mal so eine Kneipe. Also ich meine, das Café ist schön hier, aber eigentlich bräuchten wir mal noch so eine Kneipe für den Feierabend. Dann könnten wir wenigstens mal endlich den richtigen Stammtisch einführen. Ja, das wäre es eigentlich mal. Wobei ich das Gefühl habe, hier ist 24/7 Stammtisch. Man trifft den Stammtisch immer auf der Straße oder bei oder bei den Wahlen, wie wir sehen mussten. So, oder bei den Wahlen, das stimmt. Würde ich sagen, gehen wir mal raus, ne? Yep. Mei, ich sag's dir, Marco. Also das war wirklich, das war ein Desaster. Also, ja, das war total. Da geht's schon heiß her. Alles angeschobene Partie. Ja, ich glaub's auch. Also, ja. Na, schau, ich hätte auf den Kies genauso geschaut, ne? Ja, und du hast wirklich mit dem Hafen da wirklich, du hast ein gutes Programm gehabt, also, ja. Das ist ja für unfassbar. Ich hätte auf jeden geschaut. Moin zusammen! Oh, Wahnsinn! Oh, guten Tag! Ah, Mahlzeit! Morgen! Guten Abend. Guten Abend mittlerweile schon. Wir kommen gerade hier von der Ernte. Chris, du hast hier den Abend hier vertrieben. Kriegen wir noch zwei Kaffee oder habt ihr hier schon zu? Nein, Kaffee ist noch offen. Was darf ich euch anbieten? Zum Beispiel Kaffeetherapie. Wilke würde es ganz gut vertragen. Oder Desaster-Kaffee wäre auch noch was für ihn eventuell. Jetzt wollte. Ein ganz normaler Cappuccino würde mir schon reichen. Ich weiß nicht, Theo, was willst du? Ich nehme ganz normalen schwarzen Kaffee mit 2 Löffel Zucker, danke. Und darf ich vielleicht eventuell einen Wurzelpeter-Kräutergeist dazu anbieten? Der ein Wurzelpeter-Kräutergeist? Was soll das sein? Naja, den kann ich nur empfehlen. Der ist drauf. Ja, zum Abend ausklingen auf alle Fälle. Zur Verarbeitung der Geschehnisse. Herr Wilke, Sie sind nicht so zufrieden? Ach, Herr Meier, Sie wissen doch, im Leben einmal gewinnt man, einmal verliert man. Ja. Dann muss einfach weitergehen. Aber... Sie tragen es ja mit Fassung. Ja, bleibt mir was anderes übrig. Ja, wenn Sie schon so fragen, nicht. Aber ich habe irgendwie so aus dem Augenwinkel beziehungsweise mit einem halben Ohr hier wahrgenommen, dass ihr beide hier, Chris, auch nicht so zufrieden seid. Wir warten mal ab, ne? Wir warten mal ab. Ich glaube, mit dem Tamil, da kann man nichts falsch machen. Auch wenn Sie jetzt nicht erfreut, Herr Wilke, aber... Ich war schon, also... Ja, ich sag, ich gönn's ihm ja. Und schauen wir uns halt mal an, was er bringt, ne? Ja. Ja, ich bin auch gespannt. So, danke für die Kaffee. Danke. Bitte, hau mir bitte nochmal einen Wurzelpeter-Kräutergeist drüber da. Wir müssen Kommt sofort. So, danke dir. Danke. Du, Ansgar, ich habe da so eine ganz seltsame Beobachtung gemacht letztens und... Ich auch letztens. Was hast du gesehen? Ja, es war wirklich seltsam. Ich bin bei deinem Hof vorbeigelaufen und dann war da so eine Person, so eine Gestalt, nicht so gepflegt, ein bisschen zerrissen alles. Und ja, wo ich ansprechen wollte, ist einfach abgehauen Richtung Wald. Und weißt du da was mehr? Der kam aus dem Hof raus und du hast den... Ja, wann war das? War das vor 2 Wochen oder was? Oh, lass mich mal schnell überlegen. 2, 3 Wochen? Ich weiß nicht. Ja, das wird schon hin. Ja, das passt. Okay, Theo, dann könnte das der sein, den wir da auch gesehen haben. Es war nämlich so, wir waren gerade dabei aufzuräumen nach dem Hochwasser. So, haben wir die Bäume verarbeitet und so und dann haben wir gesehen, wie jemand da aus einem Raum rausgehuscht sind. Haben uns den Raum dann mal angeschaut und da sind so alte Familienalben und so. Christi, habe ich das auch erzählt, glaube ich, ne? Ja, genau. Da ist so alter Kram drin. Ich weiß nicht, ob da irgendwas fehlt, keine Ahnung, aber der ist dann da rausgesprungen. Bin ich dem noch hinterhergerannt, aber der ist dann irgendwie abgehauen. Aber ich, keine Ahnung, wer das war, aber du hast den auch gesehen. Ja, ich habe den gesehen und so eben da bei der halt Sonntag immer wieder bei der Versammlung, wenn man sich nach der Messe trifft, ist es schon oft, dass der Name Wald Schar irgendwas gefallen. Ja, weiß vielleicht jemand von euch, wie, was, wo, weil, ja.
Ich weiß, über mir im Wald ist so eine alte Hütte. Hat er damit vielleicht was zu tun? Ja, wohnt da nicht so irgend so ein Einsiedler oder sowas? Ja, irgendwie so ein oh, die ganzen komischen ist der bekannt hier im Dorf? Also, ja, mei, Entschuldigung, der Wurzelpetergeist, der ist so stark. Aber ich kenne den auch. Sind Sie eigentlich nicht mehr im Dienst, Herr Stützlinger? Der Pause. Achso, ja, achso, nee, dann habe ich keine Fragen. Es ist kurz vor 6. Also, ja. Einen Tag ziehen Sie mich raus und den anderen. Ich verstehe schon, aber ich habe noch. Theo, hast du mal was von Waldschrat oder was? Von diesem Waldschrat hier gehört? Gar nichts. Okay, also, ich auch nicht. Gar nichts. Wer soll das sein? Keine Ahnung. Ich kenne ihn aber auch. Ich habe da mal Verkehrskontrolle gemacht, dann ist der vorbeigefahren. Herr Meier, ich weiß nämlich, ich habe den einmal im Wald abbiegen sehen. Ich weiß, wo der wohnt. Wir könnten zusammen hinfahren. Also, der ist mein Begriff, der Herr. Ja, allein würde ich da jetzt auch nicht, aber mich wird schon mal interessieren, was der da wollte auf dem Hof. Ja, ach so, war der bei Ihnen? Ja, ja, der war bei mir auf dem Hof. Ach so. Und hat da irgendwie was durchgesucht. Ah, so. Interessant. Ja. Hat er zur Anzeige gebracht? Nee, was soll ich da zur Anzeige? Hätten mir ja niemand geglaubt. Weil außerdem, ja, der ist zumindest nicht überladen und angefahren. Also. Aber hier im Dorf ist ja sowieso so, dass, also Anzeige ist ja eigentlich das letzte Mittel. Eigentlich kennt ja jeder. Aber den kannte ich wirklich nicht. Ich habe den auch gesehen, also ich habe den jetzt nicht so genau gesehen, aber das, was ich gesehen hatte, das könnte ungefähr so übereinstimmen. Aber dass der so, ich komme gerne aufs Angebot zurück. Wann wollen wir den besuchen? Ja, Herr Meier, jetzt ist 17:57 Uhr. Ich habe jetzt dann gleich Dienstschluss. Wir können dann losfahren, wenn Sie wollen. Dann schauen wir uns das mal an. Ja, dann machen wir's. Okay. Ja, wir fahren mit meinem Unimog den Theo bringe ich noch auf dem Hof vorbei und ja, dann machen wir das mal. Ja, dann fahre ich zu Ihnen vor und dann treffen wir uns bei Ihnen am Hof, oder? Machen wir so. Super. Danke Ihnen. So, jetzt genieße ich erstmal den Kaffee. Ja, danke den noch Kaffee, mal, den. Ne? Ja, komm, den glaube ich noch, oder? Gleich ist ja auch Dienstschluss vermutlich, ne? Ja, nee, ein bisschen bleiben wir schon noch da, Ja, komm, mach noch eine Runde Kaffee anbieten? Ja, noch eine Runde Kaffee, so mit Hüttensause. Ja, was hast du noch so für Sorten? Die letzte Runde geht auf mich heute. Gibt's so einen Wurzelpetergeist? Ja, es gibt Wurzelpetergeist, oder zum Beispiel Hüttensausebirne. Ja, das bringen wir. Ja, komm, dann nehmen wir die nochmal, oder? Das ist ein super. Problem, ne? Ja, auf jeden Fall. Da bei der Kirche, da braucht man sowas. Ja, auf jeden Fall. Der Fahrer höchstpersönlich, der verköstigt das. Vor der Messe. Der Fahrer ist auch. Ja, der Pfarrer, der ist ja ziemlich oft hier, ja. Muss man schon sagen, ja. Ja, dann zwei Innen runden deine Song, oder? Prost miteinander. Prost, hau runden, ja. Ja, Prost, liebe Leute. Gut, Schluck.